Nachdem das gestern offensichtlich ein voller Erfolg war, starten wir auch heute ins Review mit ein bisschen Behind-the-Scenes-Trivia-Information. Weil Regisseur Brian Yuzna mag den Filmtitel Return of the Living Dead nicht. Er ist ihm zu lang. Genau, weil Horror-Franchises haben ja nie längere Titel. Nightmare on Elm Street, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead. Ganz egal. Und vor allem könnte man an der Stelle fragen, wenn du den Titel von einem Franchise schon nicht magst, warum drehst du dann ein Sequel dazu? Aber gut, ganz ehrlich, möchte jetzt irgendwie keine falschen Vorverurteilungen aussprechen. Vielleicht hätte Brian Yuzna ja den ein oder anderen Titel in petto gehabt, der wesentlich cooler ist als der meiner Meinung nach ziemlich coole Return of the Living Dead. Also, im Audiokommentar schlägt Brian Yuzna als Alternativtitel vor Kurt and Julie. Ganz ehrlich, das klingt wie Kate and Leopold oder wie The Asylum's Romeo and Juliet 2. Keine Ahnung. Außerdem meint er, der Titel Mortal Zombie, wie der Film teilweise in Europa heißt, gefällt ihm auch. Abgesehen davon, dass man das vielleicht ein bisschen mit Mortal Kombat verwechseln könnte, frage ich mich, warum die Zombies in dem Film mehr sterblich sein sollten als sonst. Egal, meiner Meinung nach ist es schon kein gutes Zeichen, wenn der Film offensichtlich dead on arrival ist. Eine der Militärs, Colonel Sinclair, meint dann in einem der ersten Dialoge, ein Exoskelett ermöglicht dir eine Aktivitätskontrolle der toten Einheiten bei gleichzeitiger Nutzung als höchst effektives Biowaffensystem. Ah! Robocop also! Dann meint ein anderer, gut für mich, dass das Pentagon letztendlich die humanere Version bevorzugte. Also Leichen in Alufolie einwickeln, so wie in Robo-Vampire, meinst du? Colonel Sinclair sagt dann, als sie in irgendeinen geheimen Raum gehen wollten und einer meint, oh, upsi, ich habe meine Sicherheitszugangskarte zu Hause vergessen, meint sie, mir scheint, die Sicherheitsvorkehrungen besitzen hier keine hohe Priorität. Ganz ehrlich, willkommen im Return of the Living Dead Franchise. Ich darf an der Stelle noch einmal an den großartigen Fasstransport im zweiten Teil erinnern. Aber zumindest glaube ich, dass wenn in dieser geheimen Militärbasis irgendjemand gekündigt wird oder selber kündigt, dass sie dann zumindest eine Karte einziehen und möglicherweise etwaige Sicherheitscodes ein bisschen ändern. Zwei Teenager sind übrigens ebenfalls in der Basis, weil Kurt kann einfach am Portier vorbeifahren, indem er meint, ich will zu meinem Dad. Okay, passt. Wie war das noch einmal genau vor wenigen Sekunden? Ah ja, mir scheint, die Sicherheitsvorkehrungen besitzen hier keine hohe Priorität. Genau, dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Kurt war übrigens derjenige, der seinem Vater, diesem Colonel, die Sicherheitskarte geklaut hat. Wozu er ihm die geklaut hat, ist natürlich eine andere Frage, wenn er ja sowieso quasi durch die offene Vordertür spazieren kann. Kurt meint dann irgendwann einmal, das ist ja wie in einem Horrorfilm. Ah, come on, In-Jokes sind so 1. bis 3. Oktober. Eine Leiche wird in irgendeinen White Room geführt und dann dort mit Hellraiser-Haken aufgehängt. Dann wird er um 18.21 Uhr, interessante Zeit für den Experimentbeginn, mit 2,4,5-Trioxin eingenebelt. Es befinden sich übrigens während der Einnebelungsaktion auch Wissenschaftler im Raum. Ich meine, ich weiß, dass sie Atemschutzmasken anhaben, aber ganz ehrlich, bei dem gefährlichsten Biokampfstoff der Welt könnte man trotzdem meinen, dass wenn sie damit eine Leiche einnebeln, sie möglicherweise den Raum verlassen. Weil vielleicht das Gas trotz Atemschutzmaske möglicherweise gesundheitsschädlich ist. 3 Minuten später, oder wie im Film dann 15 Sekunden später, erwacht dann der Tote wieder zum Leben. Apropos das Tote zum Leben erwachen, langsam erwarte ich damit dann auch erste Lebenszeichen vom Plot von diesem Film. Das Erkennungszeichen, dass die Leiche wieder auferstanden ist, ist übrigens sein Herzschlag. Obwohl die Zombies in dem Franchise noch nie einen Herzschlag hatten und obwohl der Doktor in Return of the Living Dead 2 Joey und Ed für tot erklärt hat, nachdem er ihren Herzschlag abgehört hat und festgestellt hat, dass sie keinen mehr haben. Übrigens, die große Erkenntnis von diesem Experiment ist, wir schießen einem Zombie in den Kopf und er ist tot. Super Sache, nicht, dass man das schon im Jahr 1993 ansatzweise wissen könnte. Kurt und Julie sind offensichtlich mittlerweile von diesem Experiment auch gelangweilt, verlassen den Ort wieder. Nicht übrigens, dass es irgendjemandem auffallen könnte, wenn Kurt die angeblich zu Hause vergessene Sicherheitskarte von seinem Vater irgendwo in die Schlösser hineinsteckt. Nicht, dass es irgendwo in einem Log auftaucht. Nicht, dass sein Vater das vielleicht irgendwo melden hat müssen oder dass das in einem Sicherheitszentrum bekannt ist. Und dass es dann irgendjemandem auffällt, dass die Karte, die offensichtlich
offensichtlich zu Hause liegt, plötzlich für die Basis verwendet wird. Nicht, dass bei einem Top-Secret-geheimen Experiment wie Leichen mit Trioxin-245 zum Leben erwecken es ansatzweise schärfere Sicherheitsvorkehrungen gibt. Nicht, dass wir nicht ansatzweise irgendetwas tun, das militärisch ein kleines bisschen Sinn macht. Aber egal, der Zombie übrigens wurde durch das, was sie ihm in den Kopf geschossen haben, nicht getötet, sondern nur betäubt. Das war scheinbar der Sinn des Experiments, dass sie mehr oder weniger eine Art Mehrweg-Zombie schaffen, den sie mit irgendeiner Sonde, dem sie ihm ins Gehirn schießen, betäuben können und dann quasi auslassen als Kampfmaschine. Und wenn sie ihn nicht mehr brauchen, dann einfach quasi wieder einfangen, so ähnlich wie die Universal Soldier. Ich kann mir ungefähr vorstellen, dass das Experiment dann im Endeffekt genauso gut ausgeht. Auf jeden Fall, nachdem der betäubte Zombie auf der Bahre liegt, greift ihm ein Wissenschaftler in den Mund aus Gründen offensichtlich und der Zombie beißt zu. Gut geplant übrigens, dass es keine Sicherheitseinrichtungen in diesem Raum gibt und vor allem, dass man diese Waffe, die sie verwendet haben, um den Zombie zu betäuben, erst aufwendig umladen und umstecken muss, um dann auf die Säurekapseln zu kommen. Es wäre ja wahrscheinlich auch viel zu viel verlangt, von dieser Multimilliarden-Dollar-Operation einfach zwei von diesen Waffen hinzustellen. Dann wird ein anderer Wissenschaftler von dem vorher gebissenen Doktor gebissen. Wie gesagt, nicht, dass die Wissenschaftler ansatzweise wissen könnten, wie das mit den Zombies funktioniert und nicht, dass sie sich ansatzweise möglicherweise in einem anderen Raum aufhalten könnten als in dem, wo vorher mit dem Trioxin gearbeitet wurde. Ich meine, ganz ehrlich, man kann ja bei einem Zombie-Experiment nicht mit einem Zombie rechnen. Das ist ja absurd. Eines wird an der Stelle allerdings schon klar: Return of the Living Dead 3 ist definitiv keine Zombie-Komödie mehr und es gibt definitiv keine stolpernden Slapstick-Einlagen, obwohl man das Ganze, was jetzt in dieser Anfangssequenz passiert ist, auch durchaus mit dem Wort lächerlich umschreiben konnte. Colonel Reynolds, Kurts Vater, kommt dann nach Hause, weil er scheinbar durch den Misserfolg von dem Zombie-Experiment zu einem anderen Projekt abberufen wurde und dementsprechend umziehen muss. Kurt meint allerdings, er will da nicht mitmachen und bleibt bei seinen Freunden. Es kommt zu dem typischen Vatersatz: Unterstehe dich, diesen Raum zu verlassen! Obwohl Kurt den Raum schon längst verlassen hat. Julie und Kurt flüchten dann, fahren mit dem Motorrad weg und nachdem Julie ganz vergeblich bei einem Motorrad die Gangschaltung gesucht hat, gibt's einen Unfall. Ein Pfosten knallt offensichtlich gegen einen anderen Pfosten. Julie stirbt bei dem Unfall und natürlich legt dann diese Zutrittskarte zu dem Militärgelände direkt neben ihr. Ganz ehrlich, wenn der Kurt die Karte eh einstecken gehabt hat, warum hat er sie seinem Vater nicht gegeben, als der danach gefragt hat? Und warum werden sie wieder von dem Portier durchgewunken? Ich meine, ganz ehrlich, beim ersten Mal konnte man noch sagen, okay, du willst deinen Vater besuchen, obwohl du überhaupt bei dieser Einrichtung nichts verloren hast und nur Dinge sehen kannst, die du nicht sehen solltest. Aber diesmal ist der Vater nicht einmal zugegen und er lässt das Kind trotzdem einfach hinein, vollkommen egal. Kurt trägt seine tote Freundin durch die Gänge, natürlich sieht ihn dabei niemand, aber ganz ehrlich, im Gegensatz zu Mindripper, dem letzten Teil 3, den ich gesehen habe, haben sie es zumindest in der Militärbasis geschafft, das Licht aufzudrehen. Dort war alles schwarz, hier ist mehr oder weniger alles weiß. Kurts Plan finde ich außerdem relativ interessant. Er will nämlich Julie mit diesem Trioxin wieder zum Leben erwecken. Kurze Zwischenfrage. Hast du schon vergessen, was vorher bei diesem Experiment passiert ist? Ihr wart dabei, wie der Zombie wieder zum Leben erwacht ist und dann alle Wissenschaftler angefallen hat. Willst du das? Ich weiß es nicht. Willst du deine Freundin in einen ganz offensichtlich nach Mitternacht gefütterten Gremlin verwandeln? Wenn ja, naja, Julie lebt natürlich nach der Trioxin-Überdosis wieder, ist allerdings blöd, weil aus diesem Fass, das er verwendet, hat er auch die Überreste von Dr. Pretorius befreit. Der attackiert als erstes Julie, was mich ein kleines bisschen wundert, weil wenn wir eines aus der Walking Dead Videospielreihe gelernt haben, dann die Tatsache, dass sich Zombies nicht gegenseitig anfallen und dass man sich vor Zombies tipptopp vor einem Zombie-Angriff schützen kann, indem man sich einfach selber mit Zombieschlatz einreibt, obwohl andere Zombie-Filme dann einem gesagt hätten, würde dieser Zombie-Schwarz die eigenen Schleimhäute berühren, dann würde man auch selber zum Zombie. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass die Zombie-Continuity mittlerweile all over the place ist. Egal,
Kurt und Julie flüchten in der Zwischenzeit wieder mit dem Motorrad. Bewaffnete Soldaten laufen ihnen nach, weil sie haben ja quasi wirklich ein Schwerverbrechen mehr oder weniger begangen. Nicht nämlich, dass sie in diesem Top-Secret-Areal auf die offensichtlichen Eindringlinge schießen wollen oder dass sie ansatzweise eine Möglichkeit hätten, ein Tor zu schließen, um sie einzusperren. Nein, sie können einfach flüchten. Das Schlimmste, was passiert ist, dass Kurts Vater das Überwachungsmaterial sieht und dann jemand zu ihm meint, ah, ich glaube, jetzt haben wir ihre Keycard. Ja, oder wir hätten uns vorher irgendwelche Keylogs angeschaut oder den Portier gefragt. Das wäre auch möglich gewesen. Kurts Vater übrigens bleibt weiter der Chef der Operation, weil ihm Militär das Thema Befangenheit offensichtlich kein Problem ist. Kurt und Julie schaffen es in der Zwischenzeit in irgendein kleines Geschäft, weil Julie Hunger hat. Dort sehen sie dann allerdings, wie eine Bande Geld klaut und den Kassierer erschießt und beide bleiben einfach daneben stehen, weil Zombies bei so einer Sache sicher, weil Zeugen bei so einer Sache sicher immer gerne gesehen werden. Die Bande geht aber trotzdem einfach an den beiden vorbei, scheint sie auch nicht zu stören und Julie beißt irgendeinen in den Arm. Ich glaube, langsam hat sie dann herausgefunden, was ihr wirklich schmeckt. Frisches Fleisch ist einfach das Beste. Da gebe ich ihr wirklich recht. Ein Gangster übrigens hat am Anfang von der Szene ein Videospiel gespielt. Street Fighter 2 in der Champion Edition. Das Einzige, was an der Stelle ein bisschen blöd ist, offensichtlich hat er den Titelbildschirm gespielt, weil davon war die Musik nicht von In-Game-Kampfszenen. Aber egal. Kurt und Julie versuchen dann, den getroffenen Ladenbesitzer ins Krankenhaus zu fahren. Allerdings fährt ihnen die Polizei nach und schießt auf das Auto. Genau, weil wenn jemand irgendeine kleine Tankstelle oder irgendeinen kleinen Grocery Store überfällt und mit einem Kastenwagen davonfährt, dann schießen Polizisten in einer belebten Straße ganz einfach aus dem fahrenden Auto nach draußen. Ich meine, gut, wenn ich das irgendjemandem glaube, dann den Amis. Aber trotzdem etwas exzessiv. Julie verspeist in der Zwischenzeit das Gehirn von dem Ladenbesitzer und jetzt weiß sie dann, was sie wirklich will. Gut, Eingeweide muss ich ihr nicht mehr recht geben. Das brauche ich nicht. Ganz ehrlich, beim Verschlingen gewisser Drehbücher würde sie offensichtlich verhungern. Die Polizisten kommen dann zu dem abgestellten Lieferwagen, weil Kurt quasi den Lieferwagen in eine Seitengasse gefahren hat und sich gedacht hat, die Polizisten fahren einfach dabei und finden uns nicht. Dann werden die Polizisten allerdings von dem ausgeräumten Ladenbesitzer attackiert. Es kommt das Militär daher. Woher die erfahren haben, in welcher Seitengasse das Auto steht, ist natürlich eine komplett andere Frage. In dem Kanal, in den sich dann Kurt und Julie flüchten, schiebt sich Julie eine Spirale unter die Haut. Die hat sich auch vorher im Lieferwagen schon mit einer Nadel gestochen, weil der Schmerz offensichtlich hilft, Hunger zu vertreiben. Nein, hilft offensichtlich nicht. Blöde Sache. Interessant finde ich an der Idee nur die Tatsache, dass sie in den ersten beiden Teilen nie auch nur ansatzweise vorgekommen ist. Dass es einfach irgendetwas ist, was der dritte Teil, whoopsie, aus der Luft gegriffen hat. Egal, was wir jetzt in der nächsten Szene sehen, ist quasi eine Art Mischung aus der dritte Zombie und Beverly Stiffs 90210, weil Julie ist so traurig, dass sie ein Toter ist und möchte sich jetzt selber umbringen. Übrigens eine Tip-Top-Idee für einen Zombie. Und Kurt möchte unbedingt die Beziehung am Leben erhalten. Hark, ein schwieriges Unterfangen, muss man sagen, wenn die Beziehung wortwörtlich zur Hälfte tot ist. Die Gangsterbande kommt dann, fährt in der Zwischenzeit mit dem Auto und einer meint, vielleicht hast du den Chinesen erschossen. Ich erschieße doch niemanden. Ah, du hast die Waffe auf ihn gerichtet und dann hast du abgedrückt. Ich würde das als Erschießen bezeichnen, aber egal, das Einzige, was ich relativ spannend finde, ist, dass auch diese Gangster zufälligerweise, damit sie untertauchen können, durch denselben Kanal müssen. Die Einzige, die im knöcheltiefen Wasser wirklich untergetaucht ist, ist Julie, nachdem sie dann letztendlich tatsächlich von der Brücke gesprungen ist. Kurt sucht dann Julie, trifft ihr unterwegs einen Obdachlosen, der in diesem Kanal scheinbar wohnt und der deutlich besser erhalten ist als der Berater vom Punisher. Wobei, gut, wenn man sich den Typen näher anschaut, muss man sagen, Dr. House ist Usain Bolt im Vergleich.
Kurts Vater wird das Kommando mittlerweile entzogen. Er nimmt sich einfach einige Soldaten und sagt dann, naja, dann suche ich meinen Sohn halt auf eigene Faust. Nicht, dass irgendwie das Militär so funktioniert, dass dann, wenn ihm das Kommando entzogen wurde, die anderen Soldaten plötzlich jemand ganz anderem gehören müssen und er überhaupt absolut gar nichts mehr zu sagen hat und sich einfach nur schnell schleichen sollte. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Er kann sich eine von den super tollen Waffen nehmen und Soldaten nehmen und einfach gehen. Außerdem nicht, dass die Entscheidung, dass ihm das Kommando entzogen wird, nicht ansatzweise nachvollziehbar ist, weil er will seinen Sohn retten und die anderen wollen quasi die komplette Zivilisation von der Zombie-Epidemie bewahren. Ich weiß jetzt irgendwie nicht, auf wen ich mein Geld setzen würde. Die Gangster kommen dann mit dem Auto durch den Kanal gefahren. Nett haben sie es natürlich, weil das Kanalwasser nur ganz flach ist. Kurt und Julie sind in der Zwischenzeit mit dem Obdachlosen in dessen unterirdisches Anwesen gefahren. Und an der Stelle stelle ich dann einmal fest, dass die Bezeichnung Obdachlos für ihn eigentlich relativ unpassend ist, weil mit dem ganzen Plunder, den er hat, kann er über Willhaben locker die Miete für eine normale Wohnung aufstellen. Ich meine, immerhin hat er perfekt installierte Lichter und Strom im Kanal. Ich meine, ich gehe jetzt nicht einmal so weit, dass ich sage, dass es irgendjemandem auffallen könnte, wenn man dort Strom abzapft, dass noch niemand bemerkt hat, der den Kanal ansatzweise gewartet hat, dass dort jemand wohnt. Ich meine, offensichtlich wissen wir ja vom Return of the Living Dead Franchise, dass Kanäle grundsätzlich nicht gewartet werden. Aber trotzdem, die Tatsache, dass er dort ein komplett eingerichtetes Apartment mit aufgestelltem Bett und Lichtanlage hat, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass er mehr oder weniger ein Heimkino und eine Disco auch noch irgendwo im Nebenzimmer stehen hat. Wie gut finde ich, dass der Plot in Return of the Living Dead 3 genau in dem Tempo verläuft, das der Film braucht, weil nach einem längeren Dialog zwischen unserer Hauptgruppe stehen die Gangster immer noch genau dort, wo sie vorher gewesen waren. Ich meine, jetzt betreten sie den Tunnel, wer weiß, vielleicht haben sie vorher auch noch irgendwas diskutieren müssen, irgendwie die technischen Bezeichnungen von Erschießen einmal auskundschaften und in der Wikipedia nachschauen. Ich weiß es nicht. Es kommt zu einem erotischen Intermezzo zwischen Kurt und Julie. Kann mir ehrlich gesagt keine antörnendere Location vorstellen als die versiffte Bude von einem Obdachlosen in einem Kanal. Das riecht auch sicher wahnsinnig gut und ist definitiv sauber. Nachdem dann Kurt seinen verdienten Schlaf genießt, der Typ hat wirklich Nerven aus Stahl, ich fass es nicht. Seine Freundin ist tot, die Gangster sind direkt hinter ihm. Er lebt in einem Kanal. Gute Nacht, würde ich in dem Fall sagen. Julie frönt in der Zwischenzeit weiter der Körperumgestaltung, ich weiß es nicht. Als dann der Gangster vor der Tür ist, taucht Julie auf, spielt quasi mit dem Chef-Gangster eine Szene aus Predator nach, beißt einem anderen die Unterlippe aus dem Gesicht. Cooler Effekt, aber ganz ehrlich, in The Story of Ricky ging das Ganze mit einem Holzhobel auch relativ passend. Aber das Einzige, was mich wundert an der Szene ist, sie vergisst ihr eigentliches Interesse ein bisschen, nämlich Gehirne. Sie räumt zwar die Gangster ein bisschen aus, aber die Gehirne werden eigentlich immer intakt belassen. Ein gebissener Gangster erwacht, beißt dann die letzte noch Lebende und auch der Chefgangster mit dem langgezogenen Hals, ich meine, ich kenne irgendwie nur das Sprichwort, jemanden die Ohren langziehen, aber jemanden den Hals langziehen oder keine Ahnung, die Giraffenmanipulation wäre mir irgendwie neu. Der Kerl steht auf, hämmert dann mit einer Machete gegen die Stahltür, Kurt meint dann, die Tür ist gleich im Eimer. Ja genau, eine Stahltür mit der Machete einhauen. Ist natürlich blöd, dass diese Stahltür dann letztendlich offensichtlich doch nur eine dickere Alufolie ist, wie diese Autotüren in der einen Knight Rider Episode. Und der Chefgangster kann sie durchhauen, kann dann durchschauen mit seinem Giraffenkopf, wird allerdings mit einer Machete in einen Prop aus Bad Taste verwandelt. Julie und Riverman können im Endeffekt entkommen, Kurt hält die Zombies noch ein bisschen zurück, folgt dann. In der Zwischenzeit wurde allerdings der Riverman schon in eine köstliche Zwischenmahlzeit umfunktioniert. Und jetzt ist auch plötzlich ganz spontan das Militär zur Stelle. Also der Teil vom Militär, der mit Kurts Vater unterwegs ist, obwohl die scheinbar Rogue unterwegs sind, haben sie ein Tip-Top-Ortungssystem, weil nachdem sie vorher schon das Auto entdeckt haben, dann können sie jetzt auch die Leute mitten in der Kanalisation finden. Vielleicht haben sie irgendwie allem Trioxin eine Art GPS in Gasform beigemischt. Ich weiß es nicht. Kurt geht extra aus dem Weg, Kurts Vater erschießt dann Julie. Warte mal, ist der Film jetzt nicht eigentlich aus? Weil
Zombies sind alle besiegt, Curtis wieder seinem Papa, seinem Vater, Yippie-Ki-Yay, können wir vielleicht einfach in den Abspann jetzt hineinfeiern? Aber das Problem ist, der Film läuft erst 77 Minuten, wir haben noch eine Viertelstunde übrig. Die verbringen wir zum Beispiel damit, dass Kurt in der Militärstation durch die Gänge geht und das Einzige, er geht quasi vorbei an dieser Frau Sinclair und nicht einmal, dass die neue Leiterin von dem neuen Top-Secret-Projekt ihn ansatzweise daran hindert, ins Labor zu gehen, sich Top-Secret-Sachen anzuschauen, zum Beispiel herauszufinden, dass es einen kompletten Lagerraum mit 245 Trioxinfässern gibt. An der Stelle könnte man natürlich noch einmal einwerfen, viele von diesen Fässern gibt es jetzt eigentlich genau noch. Wie viele hat das Militär unterwegs verloren? Weil alleine so viele Fässer, wie da drinnen stehen, wurden am Anfang vom zweiten Teil auf die ganzen Lastwagen verteilt. Also es müsste, auch wenn man sagen könnte bei 200 Fässern, es würde vielleicht nicht auffallen, wenn eines fehlt und man sich nachher verzählt, aber da müssten ja quasi volle Lastwagen weggefahren und leere angekommen sein. Nein, das lasse ich mir nicht einreden, dass das niemand gemerkt hat. Genau, Vernichtung. Ich weiß schon. Kurt findet dann einen Raum, wo alle Gangster, Riverman und natürlich auch Julie noch gelagert wurden. Nachdem ja die Betäubungspatronen am Anfang so gut funktioniert haben, wurden die offensichtlich später auch noch eingesetzt. Und wieso Kurts Vater, dessen eigentliches Interesse ja nur war, Kurt zu retten, Julie betäubt und nicht getötet hat, ist natürlich wiederum eine andere Frage. Wie gesagt, die Tatsache, warum ihm das Militär die Waffe übrigens gegeben hat und warum auch er die Betäubungspatrone nimmt, wäre irgendwie sowas, was man vielleicht klären könnte. Kurt befreit Julie nicht, als hättest du sie vor 5 Minuten zum Abschuss freigegeben und gesehen, dass seit du sie wiederbelebt hast, sie mehr oder weniger zu einer seelen- und emotionslosen Fressmaschine geworden ist, die alle Leute, die irgendwie euch über den Weg gelaufen sind, getötet hat, egal ob sie euch jetzt freundlich gesonnen waren oder nicht. Egal, der Riverman kommt auch frei, sieht irgendwie aus wie einer der Mutanten aus dem The Hills Have Eyes Remake, quasi so eine Art Exoskelett oder außerkörperliche Zahnspange, wie man es halt sehen will. Relativ cool, finde ich, wie er randaliert und dann mit einer Schrotflinte zerlegt wird, wirklich geniale Effekte. Es öffnen sich einige 2, 4, 5 Trioxinfässer. Eines ist übrigens verständlich, weil der Riverman draufgehauen hat. Warum sich die anderen dann nur aus Solidarität und Gruppenzwang auch noch geöffnet haben, ist mir nicht ganz so klar. Zumindest haben wir dadurch auch die klassischen Brains-Zombies im Finale. Es gibt wirklich coole Masken, coole Effekte. Während dem Finale wird sogar Kurt gebissen und zum Schluss geht er dann mit Julie in einen riesigen Ofen. Ein, muss man sagen, wirklich geniales Ende, das auch der Hauptcharakter im Endeffekt draufzahlt und es kein Happy End gibt. Sogar, muss man sagen, wie am Ende dann Kurt und Julie gemeinsam von den Flammen verschlungen wurden, kann man sagen, das ist sogar irgendwie ein schönes, fast romantisches Ende. Aber das Einzige, was ich an der Stelle nur hoffe, ist, dass Militär ein gutes Luftfilter hat, weil sonst haben sie ein Problem. Ich erinnere nur daran, was im ersten Teil passiert ist, nachdem sie dann die Leichen ins Krematorium geschmissen haben. Aber vielleicht ist das dann unser Problem in Return of the Living Dead 4. Hier allerdings sind wir definitiv am Ende der Fahnenstange angekommen, wie gut zu erkennen ist an der Tatsache, dass langsam die Namen von allen Verantwortlichen für das an uns vorbeilaufen. Brian Yuznas Return of the Living Dead 3 ist eindeutig mit Abstand der blutigste Teil der Reihe und auch der einzige, der wirklich null Humor an den Tag legt. Die Reihe Return of the Living Dead verkam also von einer normalen Horrorkomödie zu Horror-Slapstick zu reinem Splatter-Horror. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Effekte von Return of the Living Dead 3 gerade im Finale wirklich absolut genial ausgefallen sind und dass der Film damit einem Splatter-Fan wirklich nur empfohlen werden kann. Die Handlung an sich ist allerdings relativ einfach, hat wirklich viele Lücken und auch leichte Hänger dazwischen. Grundsätzliche elementare Aufhänger des Films sind absolut unerklärlich, wie beispielsweise, warum Kurt auf die Idee kommt, seine Freundin zum Leben zu erwecken. Ich meine, natürlich kann man verstehen, dass er seine große Liebe nicht verlieren will, aber er weiß, was dann nachher passiert. Und der Film schafft es aber auch nicht, einem ansatzweise zu erklären, warum er dieses Risiko wirklich jetzt in Kauf nimmt, da
gibt's eigentlich wirklich großen Handlungs- und Nachholungsbedarf in Wirklichkeit. Trotzdem kann man natürlich sagen, dass die Handlung für einen reinen Zombie-Film dann doch irgendwie in Ordnung ist. Wenn die Handlung natürlich ein bisschen straffer präsentiert worden wäre, wäre das Ganze fein. Aber so wie der Film letztendlich präsentiert wird, ist er zwar meiner Meinung nach kein wirklich berechtigter Teil vom Return of the Living Dead Franchise, weil dafür einfach der Humor fehlt. Trotzdem aber für Splatter-Fans definitiv eine Empfehlung wert, weil da gibt's, auch wenn es teilweise längere Strecken ohne Effekte gibt, zumindest im Finale und in den Fressszenen so einiges zu sehen.